Sicherlich werden viele von Ihnen von dem Film gehört haben, von dem Kinofilm, der heute in Braunschweig anläuft, die Passion Christi. Und unabhängig davon, ob der Film gut oder schlecht gemacht ist oder zu hart oder sonst wie zu kritisieren ist, möchte ich etwas zu den biblischen Hintergründen dieses Films sagen. Denn die Bibel sagt eindeutig, dass Jesus Christus freiwillig sein Blut hat vergießen lassen zur Vergebung der Sünden der ganzen Menschheit. Das ist ein ernstes Thema, auch ein ernster Film, aber ich lade Sie ein, dabei zu bleiben, wenn ich in den nächsten Spots was darüber sagen werde, warum dieses Blut vergossen wurde. Es ist an sich schon hart zu sehen, wenn ein Mensch so leiden muss wie Jesus Christus hier in diesem Film. Aber hier ergibt sie noch eine besondere Brisanz. Denn das Blut von Jesus Christus ist absolut einzigartig gewesen. Er hatte nämlich keinen irdischen Vater und somit könnte man auch, wenn man einen Bluttest machen würde bei ihm, keine genetische Verbindung, die normalerweise da ist, zwischen einem Vater und einem Kind nachweisen. Denn er hatte keinen irdischen Vater, den gezeugt hätte, sondern der Vater im Himmel selbst hat ihn durch eine Jungfrau auf die Welt kommen lassen. Und deswegen ist sein Blut absolut heilig. Und es ist das einzige Blut, das in der Lage ist, Sünden zu vergeben. Denn die Bibel sagt, Sünden sind etwas total Schlimmes und Schreckliches. Und deswegen war das, was Jesus erlitten hat, was wir in diesem Film sehen können, auch total schlimm und furchtbar. Aber es diente dazu, dass sein Blut vergossen wurde, damit, wenn wir das glauben und annehmen für uns, Vergebung unserer Sünden bekommen. Ich weiß auch, dass das eine harte Wahrheit ist, gerade in einer postmodernen Gesellschaft, die das nicht so gerne hört. Aber das ist das, was das Evangelium und die Bibel sagen. Und ich lade Sie ein, im dritten Spot zu hören, wie das für Sie wirksam werden kann. Wenn wir Jesus dort am Kreuz hängen sehen und leiden sehen, ist es für uns wichtig zu wissen, dass er dies freiwillig tat. Er wusste, was auf ihn zukommen würde. Er wusste aber auch, dass sein Blut 2000 Jahre später, also heute, die gleiche Kraft hat, Sünden zu vergeben. Was im Film nur kurz angedeutet wird am Ende ist, dass Jesus Christus am dritten Tage von den Toten aufersteht. Und das bedeutet, dass er heute noch lebt und wir heute mit ihm Kontakt aufnehmen können. Und wir können erleben, dass sein Blut auch heute noch die Kraft hat, uns in die von Sünde zerstörte Beziehung zu Gott, dem Vater, wieder hineinzuführen.